ist doch scheiße. Jetzt, der Kacke jetzt wieder hier. Keine Munition, Geld alles wieder ausgegeben, weil das nicht passt. Bennett's Suit nicht richtig geguckt. Ach, ich weiß ja auch. Ich weiß ja auch nicht. Können wir eigentlich hier was reparieren, nehmen wir? Trade. Können wir irgendwas reparieren? Trade, nee. Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir fast unser gesamtes Geld ausgegeben für was, was wir nicht brauchen. Kann man wieder sagen, ja, ist ja selber schuld, aber boah. Das ist schon ein bisschen anstrengend. So, das Ding frisst immerhin die hier. Da haben wir jetzt ein bisschen was von. Dann immerhin 30 Schuss, das ist nicht schlecht in dem Ding. Okay, dann tut's mir leid, aber dann müssen wir tatsächlich nochmal zum nördlichen Barkeeper. Das Ding ist aber, ich weiß gerade nicht, wie wir das bezahlen sollen. Das bedeutet eigentlich... Was ist denn das? Kommt das immer an einer bestimmten Stelle? Ehe. Besteht die Möglichkeit, dass uns das Ding sagt, dass hier irgendwas ist? Nur mal so ganz blöd gesagt, sagt uns das Ding, dass hier... Weil das scheint ja... mit Räumen zu tun zu haben. Okay, weil das hatten wir vorhin ja auch hier, als wir da... Oh! Alter! Alter! Als wir hier vorhin, das ist ein super tolles Geräusch, liebe Entwickler. Was ist das Ding? Könnte es damit zu tun haben? Da oben drauf oder so? Weil hier wird es ja relativ krass. Okay, ich habe eine Theorie. Ich will die mal kurz überprüfen, weil dann... So, hier ist es ja vorbei. Weil hier drüben hing auch noch so ein Ding. Irgendwas machen die Dinger. Und ja, der Detektor springt auf die Teile an. Das ist schon mal interessant zu wissen. Weiß nur nicht, was uns das jetzt bringen soll. Aber schön, dass wir wieder was gelernt haben. So, also. Ich fasse zusammen. Alles Mist, alles Kacke. Alles Mist, alles Kacke. Könnten auch theoretisch hier mal rechts reingucken. Vielleicht trägt ja einer von denen. Da sind bestimmt wieder Banditen drin. Irgendwie was. Oh. Madame et Monsieur. Das wäre jetzt die einzige... Ja, wir sind jetzt sowieso auf dem Weg. Ah, das ist doch wieder scheiße gelaufen. Jetzt bin ich ein bisschen sauer, ehrlich gesagt. Dass jetzt hier zwischen Bandit Suit und Bandit Jacket unterschieden wird. Warum? Okay, da wird auf jeden Fall schon geschossen. Dann mischen wir uns mal ein. Hier sind aber eher... Direkt gleich beschossen. Boah, ist mit der gut schießen. Haben wir eigentlich einen Scope noch dabei? Ja, können wir das hier drauf packen? Ne, hier geht's nicht. D
Das ist Kumpel. Und wenn jetzt einer von denen... Das wäre schon sehr lustig. Wenn dem so wäre. Nö, aber ein bisschen Munition nehmen wir mal mit. Ja, das sind so die... Die Tücken so hier. Soll auch irgendwas sein. Sagt ihr mir ja dann offensichtlich. Oder hoch. Ich lege das Ding mal kurz ab. Dass wir mal in Ruhe gucken können. Auf jeden Fall erzählt uns das Ding, wenn irgendwo was ist. Aber kann sein, dass das auch wieder... Wenn hier oben was an der Decke hängt. Ja. Was macht das Ding dann eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Heilt uns das? Weil irgendwas macht es. Reparierst du vielleicht? Nein. Was machst du denn? Ziehst du uns irgendwas ab? Ist mal nicht so aus. Hm. Aber wenn wir mal... Oder? Er macht doch was. Hm. Frisst du uns jetzt? Ich hoffe nicht. Das wär's gewesen. Zack, tot. Ach, fick dich doch. Fick dich doch, Spiel. Ja, na gut, also. Huch. Dann müssen wir wohl oder übel uns mit den Viechern dann nochmal anlegen. Und hoffen, dass wir da was finden. Jetzt einfach. Ach so, wir haben den ja auch abgelegt, ich Vollidiot. Ah! I'm so smart! I'm the best player ever! Ich mache jetzt alles nur noch in dieser Stimme! Yay! Oh Mann. Das tut mir alles ein bisschen leid. Ich wollte ja gar nicht, dass das so endet. Aber es endet ja noch gar nicht. Wir haben ja noch so viel vor. So, wo geht's eigentlich dahin? Ach so, nee, da geht's zum... Hey, ich habe eine super Idee. Oder auch nicht. So, okay, also wir bewegen uns mal wieder... dahin. Ich guck mal, ob wir jetzt da die Mutantenviecher oder was auch immer da irgendwie wegkriegen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was wir machen. Dann müssen wir eben ein bisschen Anomalien sammeln gehen oder weiß der Geier was, aber ja. Kann man schon mal sagen, dass das nicht so gut lief. Das ist ja, ich übernehme. Klar, es ist mein Fehler, dass ich nicht gucke. Dass ich nicht genau nachschaue und wenn ich nur Bandit lese und dann das kaufe, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dann ist das natürlich auch mein Fehler. Auf der anderen Seite wäre es schon vom Komfort, wie man so schön sagt, sehr, sehr schön gewesen, wenn mir das Spiel einfach mal da eine Hilfestellung gibt. Wird übrigens Nacht, ne? Haben wir gemerkt. Also in dem Moment, wo ich sowas kaufen will, mir das Ding, das Spiel sagt, ey, das brauchst du für eine Mission. Herzlichen Glückwunsch. Ich verlange ja nicht, dass das Spiel dann automatisch kauft und sagt, hey, hier, weil ich habe jetzt 9000 Rubel dafür ausgegeben, nur um festzustellen, dass das nicht das notwendige Item ist. Und das finde ich nicht gut. Wie man sich vielleicht denken könnte. Ich werde mir aber, glaube ich, mal so einen Ratgeber zur Seite nehmen. Mal so ein, zwei Foren nachgucken. So ein bisschen was, was so Items angeht. Zum Beispiel das Reparieren von Items, wie man das am besten macht. Ob man da nur eine zweite Rüstung für braucht oder will, keine Ahnung. Weil so alles alleine rausfinden ist zwar echt cool. Ich glaube, wir verpassen aber dann auch sau viel. Und das wäre ja auch nicht so schön. Nee, ich überlege gerade nochmal, was unseren Detektor angeht, aber der sagt uns nicht Bescheid, wenn ein Artefakt oder sowas links oder rechts von uns liegt, sondern
Der hat jetzt nur auf diese Dinger reagiert. Vielleicht saugen die Radioaktivität aus dem Körper. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht testen konnte, weil ich nicht radioaktiv verstrahlt war. Und dass das Bild farblos wurde. Es war super, dass ich einfach nicht gecheckt habe, dass es mit Radioaktivität natürlich zu tun hat. Ich aber nur den Detektor nicht mal ausgewählt hatte. Toll. Das läuft alles so gut. So gut. Wir haben uns eine geile Waffe dagelassen, weil wir die Munition nicht kaufen konnten. Jetzt müssen wir wieder... Ach nee, zu dem Oschi bringt ja gar nichts, weil wir kein Geld haben. Freude. Freude, Freude in der Zone. Ich generiere immer nur Namen für die einzelnen Folgen. Freude in der Zone. Ah, die Bodentextur ist schön. Ja, ja. Fick the rules. Bin sauer. Aber ihr macht es toll. Finde ich okay. Ich glaube, es soll Licht sein, was sie da hingestellt haben. Naja. Gut, aber auch das gehört zum Spiel dazu. Muss man, glaube ich, so fair sagen. Dass so Unklarheiten, ich meine, die kommen halt einfach vor, wenn man sich in der Spielwelt bewegt, die nicht fein geschliffen wurde, sagen wir es mal so. Ich meine, es funktioniert ja alles und ist ja auch toll. Aber so was so Führung angeht, das ist... Also ich rede jetzt wirklich von so Dingen, ne? Wie dass wir jetzt einfach mal die ganze Kohle für eine falsche Sache ausgegeben haben. Kann das Spiel ja nichts für, ich weiß. Aber dann doch irgendwie schon ein bisschen. Ändert nur nichts dran, dass wir jetzt den Weg zurück umsonst gelaufen sind, beziehungsweise eins, was wir gemacht haben, ist unsere gute Knarre da zu lassen, für die wir sowieso keine Munition hatten oder 3 Schuss hatten. Und Munition für eine Waffe gekauft haben, die auch jetzt nicht so geil ist. Also, ja, an und für sich nicht so hübsch. Ja, und Geld haben wir halt verschwendet, ne? So richtig schön. 7500. Sind wir fair. 7500. Und unsere Rüstung hier ist auch eigentlich für den Arsch. Die müsste man echt mal reparieren, aber ich weiß nicht wie. Hey. Weil wir brauchen Sachen zum Reparieren. Ne, Parts. Klar, macht Sinn. Nur ich weiß nicht, was. Wir hätten es mal mit der Bandit Jacket ausprobieren können. Aber haben wir nicht. Kurze Geschichte haben wir nicht. Auto können wir uns auch nicht leisten, dann wären wir schon schneller unterwegs, aber geht alles nicht. Ja, ich sollte, und ich glaube, das nehme ich mir auch einfach mal vor, schlauer spielen. Klingt jetzt wie die beste Idee ever. Aber ich sollte aufhören, so groß rumexperimentieren. Ich sollte aufhören, rumzuexperimentieren. Rumzuexperimentieren, ist das richtig? Ja, muss ja. Ich bin total verwirrt. Das heißt, wir sollten uns über kleine Dinge freuen und wir sollten, glaube ich, dieses große Erkunden ist nicht so schlau. Also klar, wir haben mal eine ziemlich geile Knarre gefunden. Wahrscheinlich hatte da auch jemand so einen Bandit-Suit an, würde ich mir mal vorstellen. Aber... Abgesehen davon, Moment, no, wir warten hier noch kurz, bis wir wieder voll aufgeladen sind. Weil sonst werden wir gleich, glaube ich, viel Spaß auf der anderen Seite haben. Zumindest ein bisschen Munition. Ja, da ein Fernrohr drauf ist halt schwierig. Könnten wir dann aber theoretisch... Ah, geht halt nicht. Auf die Pistole. Das wäre schön. Ah, übrigens, hier, mir hat ja jemand in die Kommentare geschrieben, das wären Fallouts, also ganz, ich glaube, Folge 2 oder sowas, oder Folge 3, wo alles explodiert ist, hat jemand geschrieben. Ja, hier, bla bla bla, das sind Fallouts. Nein, guck mal hier, during the blowouts. Also, das, was da dann passiert, da haben wir ja bisher nur einmal erlebt, sind tatsächlich Blowouts.
Was ja auch irgendwie Sinn ergibt, weil ein Fallout ist es nicht. Es ist das, was nach einer radioaktiven Explosion quasi an radioaktiven Partikeln sich in der Stratosphäre versammelt und dann wieder zum Erdboden zurückkehrt. Blowout ist das druckartige Entweichen bei zum Beispiel einer radioaktiven Explosion. Und ich wüsste nicht, was da radioaktiv explodiert ist, aber was ist denn hier los? Schön. Wo sind wir hier nochmal? Wir sind da. Wenn wir jetzt einfach mal gerade durchrennen, vielleicht kommen wir dann direkt zur Straße. Da es nämlich schon relativ spät ist, würde ich eigentlich gerne... Guten Morgen. Bäh. Erinnert mich so ein bisschen an Graf Zahl. Laufen wir hier richtig? Bin mir gerade nicht so sicher. Ah doch. War richtig genug. Weil dann werden wir jetzt hier erstmal pennen. Hüpf. Ja. Ja, guck da. So, dann, ja genau, pennen wir jetzt hier erstmal eine Runde und dann werden wir in der Nacht, im nächsten Morgengrauen nochmal zurück zu dem Gebiet, wo angeblich was rumliegen soll. Wir werden dann mal ein bisschen aufräumen. Das sind ja nur Vampire, was können die schon machen? So, hierher, komm her, du Kerze. Du kommst mir gerade recht. So, wir haben es 19:45, aber das sollte ja passen. Dann ist es im besten Fall gleich schon wieder Morgengrauen. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn wir uns theoretisch im Wald hinlegen würden und pennen. Ob das auch funktioniert oder ob dann auch mal Monster unterwegs sind. Könnte sein. Traue ich diesem Spiel durchaus zu. Oh, Traum. Das sieht nach Reaktor aus. Ja. So, und wir sollten auch mal wieder essen und trinken. Trinken haben wir, essen haben wir auch, alle gut. So, das wird auch schon hell. Das perfekte Wetter, um Vampire und Mutanten zu erschießen. Dafür werde ich dann aber garantiert die andere Knarre benutzen, weil... Aus Gründen. Fühle ich mich sicherer. So, gucken, wir können mal ganz kurz auf der Karte schauen. Ich meine, das ist das Gebiet. Old Entrance. Irgendwo muss da was sein. Der hätte uns das ja sonst nicht markiert. Hätte er ja keinen Grund für. Die sind schon ein bisschen unheimlich. Finde ich. Ja, die sind auch nicht hübsch. Ich finde es aber ganz gut, dass sie einem einfach nicht 1000 Kilometer hinterherlaufen. Da gibt es ja durchaus andere Spiele und ich rede zum Beispiel von Oblivion. Ich weiß gar nicht, wie es in Skyrim war. Da sind einem die Viecher ja echt ewig hinterhergelaufen. Ich wollte gerade sagen, so. Ach, Buddy, du hast nicht zufälligerweise so ein... Nee. Okay. Wäre halt schöner, wenn es noch ein bisschen heller wäre eigentlich, aber... Aber was willst du machen? Jetzt haben wir schön, dass wir die 3 Schuss Munition für die Waffe mitgenommen haben, die wir sowieso nicht benutzen können. Kinders, wie ist es? Nicht so viel Interessantes, ja. Okay, probieren wir es nochmal. Wir haben festgestellt, ne, da oben ist nichts. Also gucken wir nochmal hier hinten.
Was hätten wir für die Kohle alles kaufen können, wa? Wodka bis an unser Lebensende. Alles. Bandagen. Ah, Bandagen. Alles hätten wir kaufen können. Stattdessen haben wir nichts. Gar nichts haben wir. Warum? Weil ich doof bin. Ein bisschen zumindest. Unvorsichtig. Aber das kann doch gar nicht sein bei den Häusern. Nee, guck mal. Da hat das. Der ist halt nicht. Ist nicht bei den Häusern. So, da ist Blitzlicht. Ich guck mal hier. So, da drin war nichts. Also da war schon was, aber nichts, was wir benutzen könnten. So, Map. Gehe mal aus, davon aus, dass... Ah! Huch! So. Beste Idee, kurz nach Morgengrauen so eine scheiß Höhle gehen. Hier liegen auf jeden Fall schon mal jede Menge Leichen rum. Ernsthaft? Kann ja nicht einfach nur ein Toter rumliegen und gut ist. Muss das jetzt hier sein? Scheiße. Schön, dass wir noch Vöglein zwitschern hören. Nur sicher gehen, dass uns keiner in den Rücken fällt. Eieiei. Könnte auch wieder alles Mögliche sein, ne? Ist doch eine Falle. Leck mich doch am Arsch, ist das eine Falle? Ach, ernsthaft? Das war doch eine Bandage. Oh, leck mich doch am Arsch! Sind die Vampire über uns? Also da kaufen ging nicht, weil aus Gründen oder was? Bandit Suit. So, aber ist es das jetzt oder war es das nicht? Bandit Jacket, aber wir gucken uns die andere Leiche dann nochmal an, würde ich sagen. Jo, jo! Ist klar. So, ach so, wir haben das Passwort. Was? Was? Scheiße, ich will hier raus. Ich will hier nur raus. Ich will hier nur raus.
Es war Tageslicht, oh Gott, ich dachte gerade, da ist irgendwas. Lass mich hier raus, ich will hier weg. Oh. Alter, ne? So. Wir haben jetzt diese scheiß Bandit Jacket, oder? Oder haben wir die nicht? Jetzt geht's. Aha. Toll. Danke, Spiel. Ich dachte gerade übrigens, die Uhrzeit da, diese 4:39, die jetzt links unter der Karte steht. Ich dachte, das wäre eben die Zeit, die wir jetzt haben, um irgendwie das zu tun, was wir jetzt tun müssen. Sorry, ja, hat keinen Sinn gemacht. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil natürlich kommt da ein scheiß Vampir. Und natürlich gibt es da irgendwie ein strange Shit. Jetzt hätten wir da unten eigentlich nochmal gucken sollen, wo wir schon mal da waren. Wahrscheinlich war da irgendwie noch geiler Shit, den wir jetzt verpasst haben. Aber ehrlich gesagt, das hat mich gerade ein bisschen abgefickt, dieses Blabla. So, jetzt tragen wir dieses Bandit-Ding. Da sie keine Gesichter checken, werden die uns auch direkt grün angezeigt. Nice. Nice, nice. Nicht so nice ist die Tatsache, dass wir wegen dem Spiel mir einfach nicht gesagt wurde, okay, diese Bandit-Jacket, die du jetzt hast, ist gut genug. So, jetzt können wir ein bisschen chit-chatten, oder was? Moin. Irgendwas Interessantes? Backstabbers gibt's hier, ja. Ich bin kein Backstabber, sag ich dir. Dinge einsammeln. Gibt's hier Dinge? Dinge wären schön. Ich würde mich gerade gerne mal ein bisschen umgucken, weil, Alter, das hat mich ja, dieses Lachen auch am Ende. Nein. Wie hässlich. Das war uncool. Obwohl, es war schon ziemlich cool eigentlich. Moin. Irgendwas Interessantes? Irgendwas, ne. Können wir hier rein? So, jetzt. Jetzt möchte ich eine Sache ausprobieren. Kann ich da rein und Sachen holen oder werde ich dann beschossen? Weil. Kinder. Es ist Weihnachten. Da ist eine Schrotwinde. Oh, das sieht so aus, als könnten wir uns den ganzen Kram greifen. Wurst. Wir haben eine schöne Schrotflinte. Schon wieder krass überladen, aber egal, wir gucken uns hier erstmal hier um. So, Entschuldigung. Da, hier ist jede Menge Wodka. Hier ist auch noch ein Energy Drink, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier gibt es ein paar Granaten, dann nehmen wir mal die beiden mit. Oh, jede Menge Munition. Oh. Geile Knarren. Hier noch irgendwas Schönes drin? Ne. Also wenn jetzt hier noch eine... Was ist das? Was bist du? Dynamite. Okay. Oh yeah, baby. Oh yeah, stuff. Oh yeah, stuff. Das nehmen wir alles mit.